Oh, perfekt, okay. Nochmal Angriff und dann haben wir Stufe 3 erreicht, die Schnins, und können den höchsten Damage holen mit der Spezialattacke, die wir hier haben. Boah. Und das war's. Wisst ihr was? Ich greife es nochmal an und wenn es dann wütend wird, werden wir es einfach runterfallen lassen. Weil das ist ja die Fähigkeit von Bobby. Oh mein Gott, wartet mal, das war's? Okay. Oh, perfekt, das ist gut für Juanita. Und die Kutko-Sachen können wir uns auch auf jeden Fall anziehen. Tritt ein Monster den Rückzug an, taucht sein Bau irgendwo in dem Feld auf. Das ist deine Chance, die Einheit zu schnappen. Jedes Monster tritt durch verschiedene Umstände den Rückzug an, aber ein Farbball klappt bei jedem Gegner gut. Die meisten Monster ziehen sich eher zurück, wenn sie mit einem Farbball getroffen werden, bevor sie besiegt werden. Ein Farbball hält 3 Runden durch Fischlins, aber aus irgendeinem Grund, das steht zwar nicht im Spiel, aber aus irgendeinem Grund funktioniert es am besten, wenn ihr es besiegt, gleich in der Runde, nachdem ihr es beworfen habt. Falls es nicht funktioniert hat, wartet keine 3 Runden oder so, sondern schmeißt einfach nochmal einen Farbball. Das ist zwar eine Theorie, wie dieses Pokémon leichter Fang mit A, also bei jedem was anders, halt A und runter gedrückt halten. Die Gameboy-Spieler wissen genau, was ich meine, glaube ich. So, Eisenerz hätten wir dann auch. Und in diesem Sinne, bam, Fischlins, willkommen in einem neuen Let's Play von Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin. Komisch, dass ich mir, dass ich mich immer an den Namen erinnern muss. Spaß beiseite. Wir suchen Eier für unsere Monster, um sie später verstärken zu können, immer noch. Und versuchen ein paar Nebenquests zu erfüllen, Fischlins. Ich glaube, das sollte der letzte Ei sein, nicht weil wir alle Eier gefunden haben. Okay, Velocidrom haben wir, dann haben wir einmal Kuloyaku, Aptonus, Bulldrom, eigentlich haben wir alles. Ja, wenn wir noch einmal Kutko finden, haben wir erstmal alles. Später suche ich dann im Hintergrund weiter. So. Run, run, run! Ihr Mädchen dürft zurück und erzählen den Oberältesten Gara, dass wir das Monster, das Randale macht, verjagt haben, glaube ich, sagt er. Oder so ähnlich. Auf jeden Fall sagt er sowas ähnliches, Fischlins. Okay. Hey, schau dir das an. Oh, endlich. Katzavan. Wir bringen dich sicher, wohin du willst. Das ist unser Katzavan-Garantie. Lest euch das im Hintergrund durch, Fischlins. Ah, bist du mal mit einem Katzenmann gefahren, Kumpel? Es ist keine Safte, aber es bringt dich, wohin du willst. Wenn du einmal einen Katzenmann-Stand verwendest, kannst du immer dorthin zurückkehren. Die beste Art zu reisen. Damit wird das Umherreisen um einiges leichter. Versuchen wir doch, ins Dorf Manal zurückzukehren. Hoffentlich wird das eine geschmeidige Fahrt. Hoffe ich auch. So. Erstmal speichern wir Fischlins. Und so sollten wir zu Manhana zurückkehren können.
geht schneller über die Karte. Okay, geben wir die Nebenquests ab, Fischlins, die wir alle gefunden haben. That's it. Seht ihr? Prüfungsquests gibt es auch keine. Wir können schauen, ob es Nebenquests gibt. Ja, da oben. Der will Eier sehen auf jeden Fall. Deswegen werden wir erstmal nichts ausbrüten. Dann können wir auch diese Nebenquests schnell in Ton sammeln, Fischlins. Run, 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 run. Ich weiß noch, als du klein warst, Okta. Und du siehst dich. Und jetzt sieh dich an, ein echter Rider. Die Zeit fliegt. Na, vielleicht solltest du dich testen und mich selbst davon überzeugen, wie gut du als Rider inzwischen geworden bist. Hä? Bring mir ein Pflanzenfresser-Ei. Wie sieht's aus? Denkst du, du bist der Herausforderung gewachsen, mein Kleiner? Na, Klaupi. Ich habe ein Pflanzenfresser. Ausgezeichnet, ich wette, du bist im Nu wieder zurück an den Horizonten. Ovalen erkennt man sie immerhin leicht. Ich bin schon zurück. Na, Hallöchen, Okta, hast du mir den Pflanzenfresser mitgebracht? Hier, Opi. Boom, das war's. Toller Fund, das muss eines der... Eines... Eis hängt von der Gitten ab. Pflanzenfresser Eier haben lange horizontale Ovale. Yep, weiß ich vom ersten Teil. Willkommen zurück. Eier sind bei mir in die Rangpforten. Wollen wir eins ausbrüten? Na klar. Gleich alle, weil zuerst natürlich mal unseren neuen Mitglied, den wir leider nicht verwenden werden. Du bist Was war das letzte, was wir gefunden haben, Fischlins? Ein Junge oder ein Mädchen? Ich muss mir überlegen, ein Mädchen. Dann bist du... Takeru. So. Und wisst ihr, wie die heißen Fischlins? Überhaupt gar nichts. Weil wir sie opfern werden, markiere ich sie aber, damit wir wissen, wer die sind. Ich schreibe mal eine 1. Ich kodiere sie einfach Fischlins, so dass ich weiß, wer sie sind. So. Von jedem Monster will ich eins besitzen. Natürlich wird unser Team nur aus den Monstern bestehen, die wir bereits haben. Soll auch eine Art Challenge für uns sein, Fischlins. So. 1. Oh. Mann, sind Baby-Abtonus so süß. 1. Und das nächste 1. Thank you.
Okay, das nächste Monster ist dann ein Mädchen. Es sei denn, ich nehme es in die Gruppe. Dann ist es ein Junge. Ja, zwei Mädchen, zwei. Na, wartet mal. Das nächste ist ein Mädchen. Sorry für Schlitz, weil, wie gesagt, Rata ist ein Fixmitglied, den kann man nicht ersetzen. Und ich will ja drei Mädchen und drei Jungs im Team haben. Deswegen wird das nächste Monster auf jeden Fall ein Mädchen sein. Das ist Geschwindigkeitsmonster und ich weiß jetzt nicht, welches als nächstes kommt. Bin auch sehr gespannt. Blöd wäre, wenn wir nicht schwimmen könnten. Aber ich kenne auch kein Monster, das schwimmen kann und Geschwindigkeit ist. Ich kenne zwei Angreifer auf jeden Fall. Den Königsludrod und Lagiacruz. Aber lassen wir uns überraschen. Oh, und ein Techniker, Samtrios. Aber wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Vielleicht tut sich da ja noch was. Okay. Sehen wir mal, ob wir irgendwas herunterladen können. Ich glaube, die hätte ich runterladen können, wenn ich die Deluxe Edition gekauft hätte, weil auf meinem Switch habe ich wirklich all diese ganzen Sachen. Okay. Show me what's next. Ja, wir sollten auf jeden Fall Manhana-Raritäten und Quests abschließen. Aber derweil gibt es nichts zum Abschließen. Oder wartet mal, gehen wir einfach mal die die Hauptquest mal ansprechen. Dadurch entstehen halt Nebenquests und dann können wir uns den Nebenquests wieder widmen.